die Rechte der Menschen geblieben. Hat man sie uns nur kurz ausgeliehen, wir werden belogen und zur Schwäche getrieben. Warum lassen wir uns das alles bieten? Also, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts des linken kritischen Corona-Diskurs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt unsere zweite Folge. Heute haben wir natürlich ein ganz aktuelles, heißes Thema. Bekanntlich wurde ja heute im Deutschen Bundestag über mögliche Impfpflicht entschieden, beziehungsweise verschiedene Anträge, die dort zur Abstimmung standen, namentlichen Abstimmung standen. Und dazu, ich weiß nicht, der einen oder anderen haben tatsächlich von euch schon mitgekriegt, dass im Prinzip diese Anträge, die dort vorgeschlagen wurde, also einmal war ja eine Impfpflicht ab 60 und eine wahrscheinlich spätere dann ab 18 im Herbst, sowie ein Impfregister, was ja sozusagen von Regierungskoalitionskreisen kam. Das ist, diese ist ja abgelehnt worden, die hat keine Mehrheit gefunden. Von den 680 Abgeordneten haben nur 290 zugestimmt und 370 ist abgelehnt. Neue Enthaltung. Der von der CDU ein Impfregister und mögliche spätere Impfpflicht ist auch abgelehnt worden und die anderen Anträge auch. Ja, ich denke, das kann Fugrecht auf jeden Fall sicher, also meinen Eindruck, ein durchaus ein Teil, mindestens ein Teilerfolg oder etwas, was man als Etappensieg sehen kann. Man freuen kann. Ja, Michael, du wolltest schon natürlich mal sagen. Denn ich bin der festen Überzeugung, das waren nicht nur Abgeordnete von der Opposition, sondern bestimmt auch Abgeordnete von den Regierungsparteien, der eine oder andere. Denn es war ja, denn über 370 haben dagegen gestimmt. Ne? Also, das war, natürlich waren das FDP, AfD und CDU, CSU, aber es ist ja weit über fast 370, also über 300. Und das sind bestimmt auch, da haben bestimmt auch Abgeordnete der Regierungsparteien gesagt, nein, da werden wir nicht zustimmen. Naja, es war ja von vornherein sozusagen den Abgeordneten persönlich überlassen, wie sie nach ihrem Gewissen entscheiden. Also ist der sogenannte Fraktionszwang war ja aufgehoben. Ja, und das war auch gut so. Das hat denn sicherlich dazu beigetragen. Mein Eindruck war, dass im Prinzip, so wie die das vielleicht auch von den Befürwortern dieser Impfpflicht ab 60 angegangen haben, dass sie auch da gewisse taktische Fehler beigemacht haben. Also sie wollten ja ursprünglich mit aller Macht eine allgemeine Impfpflicht ab 18. Das, wo sie mit durchkamen. Dann haben die versucht, irgendwo das umzuschieben auf eine erstmal bestimmte Altersgruppen, 50, dann ab 60 sozusagen, und wo sie auch nicht versucht haben, auf andere Vorschläge hinreichend einzugehen. Und dann kam natürlich noch hinzu, dass unser Ungesundheitsminister sich ja mit seiner komischen Kommunikation zur Frage der Quarantäneregelung sicherlich auch ein ziemliches Eigentor geschossen hat. Das hat ihm alles andere als sein Renommee genützt. Ja. Also erst zu sagen, das soll praktisch dann in Selbstverantwortung dann passieren und dann in der Talkshow zu sagen, nee, das werde ich doch zurücknehmen. Und nachts um zwei dann per Twitter zu verbreiten, dass es dann doch wieder zurückgenommen werden soll. Ich glaube, das war alles andere als glaubwürdig und hat auch nicht gerade einen Tag vor dieser Abstimmung im Bundestag nicht gerade dazu beigetragen, dass das gut dastand. Ne? Also. Was meint ihr an den beiden, Katja, Manfred? Ich muss sagen, ich bin etwas verwundert, wie schnell das gegangen ist. Normal hat man ja zwei Tage dafür angesetzt. Es gab ja in Bremen, Berlin Demonstrationen. Wir wollten ja auch eigentlich dahin nach Berlin, um da zu demonstrieren. Und dann kam die Nachricht, dass wir das Spiel gewonnen haben, wenn man so sagen. Also, dass sie das erledigt hat. Die Proteste begannen ja schon um 9 Uhr. Ja. Heute Morgen ganz früh. Wir wollen aber zu Mittag da sein. Das ist, anders ging es leider nicht. Von Bremen nach Berlin ist kein Kampf. Das ist nicht so schnell. Da waren wir recht überrascht, dass es so schnell ging. Wir haben gerechnet, dass es mindestens einen Tag dauern wird. Mindestens zwei Tage dauern wird. Bis das umgesetzt worden ist. Ja, ich denke auch, dass
Vielleicht dämmert es doch einigen, dass es schwierig ist, überhaupt das dann zu rechtfertigen, auch dass es dann auch rechtlich zu vertreten. Ja, das, verschiedenen ja, Gründen. Das, ne? Ja, man muss sich überlegen, es ist eine Impfpflicht für einen Zeitraum, wo noch gar nicht klar ist, was dann für Krankheitserreger im Umlauf ja. und was für Umstoffe es da geben würde und wie gefährlich das alles ist oder auch nicht. Ja, das wäre sozusagen da ins Blaue. Ne? Das ist, und das jetzt in einer Situation, wo sowieso mehr als überschaubar ist, was die gesundheitlichen Folgen dieser aktuellen Mutation, Corona-Mutation ja. betrifft. Und auch von den ganzen Impfungen. Es kommt ja immer mehr ans Tageslicht. Und was mich hier auch sehr überrascht hat. Das stimmt. Die Äußerung der Chefin des Ethikrates, die Vorsitzende des Ethikrates, dieser ja. Aleuna, oder ich kann diesen Namen so schlecht aussprechen und so, diese harten Lockdown-Maßnahmen nicht kritisiert, sondern befürwortet und sogar beklatscht hat und auch die Ungeimpften sehr attackiert hat, die dann auf einmal sagte vor zwei Tagen, ja, Politik und Medien haben zu einseitig berichtet. Ach was. Ja. Da habe ich gesagt, wie bitte? Ich habe gesagt, das aber für was ganz was Neues. Das ist ja ganz was Neues. Die hat die ganze Zeit auf die Paniktrommel, an der Paniktrommel gedreht. Das konnte nicht schnell genug gedreht werden. Und dann auf einmal, ich habe langsam den Eindruck, die Leute verlassen das sinkende Schiff. Sie wollen sich reinwaschen. Ja. Sie wollen sich reinwaschen. Sie wissen genau, die haben Angst, wenn jetzt das, ihr ganzer Fehler holen sie ein. Und sie wollen mit aller Gewalt, wollen sie doch ihre Weste reinwaschen. Aber es wird bei den wenigsten gelingen oder so. Das denke ich auch. Ich meine, es wirkt doch alles sehr abstrus und bizarr. Man muss sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da reist unsere Außenministerin extra auf Anweisung des Kanzlers nach Berlin, um an der Abstimmung teilzunehmen, ne? Wo sie sich von der NATO zur Ukraine getroffen haben. Ne? Ja. Selbst innerhalb des herrschenden Narrativs wirkt das schon ein bisschen fremd. Ja, genau. Ja, wir brauchen jede Stimme. Ne? Also das wäre alles ein bisschen im Prinzip absurdes Theater, was da auch im Umfeld auch passiert ist. Ne? Das wurde ja auch überdeutlich, ne? Was da alles abgespielt hat. Allerdings. Und gestern habe ich irgendwo auch gehört, jetzt will auch Hamburg die Corona-Maßnahmen beenden. Da dachte ich, wie bitte? Hamburg. Die wollten doch noch stur auf die Regeln beharren. Ja. Ich habe gesagt, die haben noch Hamburg zum Hotspot erklärt, obwohl die Hamburg neben Berlin die niedrigsten Inzidenzzahlen hat. Sogar noch niedriger als Berlin. Und dann auf einmal. Das ist verwirrend. Es kommt mir vor wie im Kindergarten. Ich glaube, das war einfach so eine Begleitmusik, um sozusagen Stimmung mit dafür zu schaffen, dass einfach irgendeine Form der Impfpflicht durchkommt. Ja, genau. Und jetzt, wo es gescheitert ist, dann sagen sie ja auch vielleicht, um sozusagen ihre eigene Akzeptanz zu stärken, rudern sie zurück. Natürlich. Die positiven Testzahlen runtergehen werden. Jetzt wird es auch wärmer, ja, genau. Und so weiter. Ne? Genau. Aber wie gesagt, wir müssen trotzdem aufpassen und so. Die werden, ich fürchte nicht, dass die so schnell aufgeben werden, diese Herrschaften. Denn wie gesagt, wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Im Spiegel war gestern ein Bericht, es wird alles abgeschafft, die Corona-Maßnahmen werden gecancelt. Warum wird überhaupt noch demonstriert? Gute Frage. Wenn man das so oberflächlich sieht, könnte man auch so denken, das habe ich auch schon im Privatfeld gehört. Aber dem ist ja gar nicht der Fall. Also, nein, das ist es ja nicht. Denn ich finde, wir müssen vorsichtig sein, denn die werden so schnell nicht aufgeben. Die werden erstmal zurückrudern, aber bei der nächsten Gelegenheit fürchte ich, dass die wieder dann ihre Zähne zeigen. In Deutschland ist nicht alles abgeschafft. Es gilt immer noch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr und in Gesundheitseinrichtungen Maskenpflicht, auch sogar FP2-Maskenpflicht. So, das ist eine. Zum Zweiten gibt es immer noch eine
berufsbezogene Impfpflicht im Gesundheitsbereich, die ist auch nicht zurückgenommen worden. Das sind Sachen und bestimmte Testsachen, glaube ich, gut, muss man gucken, was da jetzt noch passiert. Klar, viele Sachen sind so, und dann natürlich kann man sagen, von der Stimmung her wäre es auch wichtig, mehr zu, dafür zu sorgen, dass es die Menschen sich vielleicht doch mal mehr trauen, wieder ihr normales Leben sich anzufangen und eben doch mal den Lappen abzunehmen, wenn sie einkaufen gehen. Also ich meine, wenn ich zum Beispiel bei Aldi oder Lidl einkaufe, ich kam mir letzten Freitag vor wie in einem da bin ich hier in Berlin oder bin ich auf einem anderen Stern? Die überwiegende Mehrheit hat brav die Maske getragen, bis auf ganz wenige, zu denen ich gehörte. Das Personal hat auch keine Maske getragen. Und die Maskenträger, die mich gesehen haben, guckten mich zornig an. Also wenn Blicke töten können. Und, oder am Montag bei Lidl oder so. Das ist. Aber ich habe bei mir gedacht, da kann ich wirklich nur Verachtung empfinden bei sowas. Dass die überhaupt nicht mal bereit sind, mal nach. Auch in Frankreich tragen ja 70% der Franzosen noch die Masken. Mhm. Es kann natürlich sein, dass manche erstmal eine gewisse Zeit brauchen, bis sie erstmal die Masken ablegen. Das ist ja möglich. Ja. Ja, ich weiß, das ist, und sagt ja unsere gemeinsame Bekannte oder Freundin Marina Michael, ne, dass das wird schon alles wieder und ach, die brauchen halt nur ihre Zeit. Ich bin Deutschen mit skeptisch. Okay, da mag sie recht haben. Ich hoffe nur, sie hat recht. Also, ich würde es begrüßen, wenn dem so wäre. Wir können dazu beitragen, indem wir einfach dann sagen, egal ob jetzt da 20 Leute mit Maske rumrennen und mich angucken wie einen Außerirdischen, dann laufe ich da eben ohne Maske durch den Einkaufsladen. Ja. Man wird gucken, als wenn man käme man von einem anderen Stern. Bei vielen hat schon gewirkt, ne? Also die. Ja, die Gehirnwäsche der vergangenen 2 Jahre, das hat Spuren hinterlassen. Ja. Aber es ist vor allen Dingen bei uns in Deutschland, also gut in Frankreich auch, sagst du ja 70%. Aber nach dem, was ich gelesen und gehört habe, ist es so in vielen anderen Ländern, wo die Maßnahmen vorher abgeschafft wurden. Also jetzt in Holland, bei Schweden sowieso, da gab es ja nie eine wirkliche Maskenpflicht. Norwegen, aber jetzt in Dänemark, Norwegen, Finnland, Großbritannien, da werden keine Mund-Nasen-Schütze mehr getragen. Nur ganz wenige. Ja. Und habt ihr das mitgekriegt? Es kam ja jetzt auch eine, und bei Kindern ist ja besonders ich denke, es geht viel zu sehr unter, was es einfach auch an negativen Folgen von dem Maskentragen gibt, was einfach teilweise heruntergespielt wird. Ja, also das ist ja, haben wir ja schon besprochen, was Unmittelbares anbetrifft, dass die Rückatmung anbetrifft und dass das Immunsystem sich nicht so ganz so entwickeln kann wie sonst. Aber auch das, was auf die Kommunikation und Stärkung von Vereinzelung sich auswirkt, das hat eben auch ein psychologisches Moment. Und bei Kindern ist es noch dramatischer. Es gab jetzt eine Studie aus Großbritannien, die wurde in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht, wo herauskam, dass wohl bei vielen Kindern eben eine verzögerte Entwicklung der Sprache und der Kontaktaufnahme und der Entwicklung des Selbstbewusstseins sich herausgebildet, auch durch diese Masken, weil sie eben viele Erwachsene dann nur noch mit diesem Lappen gesehen haben oder ihrem andere Kinder, sozusagen dann die Möglichkeiten, Gesichter zu erleben und Menschen als solches wahrzunehmen mit Mimik und Gestik dann gar nicht möglich gegeben war. Ja. Gerade bei den im Vorschulalter und im Grundschulalter besonders wichtig. Ja, und da hat ja auch eine Kinderpsychiaterin gesagt, für die Kinder sind die Masken kein Problem, die Eltern sind das Problem, hat sie dann gesagt. Das ist aber auch schon einige Zeit her, das war, glaube ich, im letzten Jahr oder wann auch immer, Mitte Mai, glaube ich. Und das sind Worte einer Ärztin für Kinderpsychiatrie und Psychologie. Da fasst man sich doch an den Kopf.
Ja, man kann sich das immer irgendwie zurechtreden. Ja, natürlich. Die Dinge schön reden, so wie es einem im Kram passt. Also natürlich ist es so, wenn die Kinder dann fragst, die sich irgendwann daran gewöhnen. Ja, macht es dir was aus? Nein. Ja, irgendwann gewöhnen die sich einfach dran und irgendwann bei den Kleinen wachsen die einfach damit auf. Und das ist aber auch alles als gut. Es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Sie werden ja nicht gefragt. Ja, die genau. Sind die Letzten, ne? Die irgendwie mitbestimmen können. Und unter 9 macht es nur null Sinn, da mit dem Lappen rumzurennen. Also. Ja. Abgesehen jetzt von der Gefährdungslage her und von dem, gut, der Nutzen ist ja generell das Thema, aber. Ja. Ja, da gibt es halt, das ist halt die Frage, wie man das sozusagen sehen will. Man kann das natürlich auch in seinem Sinne immer, auch wenn man sonst fachkompetent ist, zurechtlegen, wie man es haben möchte. Allerdings. Aber es gibt eben auch wirklich da namhafte Wissenschaftler, auch Naturwissenschaftler, die eben auch anderes darauf beschwören. Zum Beispiel der Wiener Psychologe, Psychoanalytiker Raphael Bonelli, der häufiger gesagt hat, welche psychologisch negativen Folgen das vor allen Dingen das Maskentragen hat für die Kommunikation, für das menschliche Miteinander und so weiter. Natürlich, ja. Gut, da hat er schon einige Beiträge dazu gebracht. Und insofern, das ist ja auch, das ist schon, gibt es auch schon erste Untersuchungen, oder der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert, Professor Christian Schubert, der schon ausgeführt hat, dass eben Menschen eben nicht nur aus quasi einem Körper besteht, den man technologisch handhabt, sondern eben aus einer Einheit von Geist, Seele und Körper. Und das ist einfach auch zusammengehört und entsprechend gesehen werden sollte. Und da spielen sowas natürlich auch eine Rolle, wie Menschen miteinander umgehen und wie sie sich von negativ voneinander abgegrenzt werden. Und da haben diese Masten oder Lappen, wie man sie auch immer nennen mag, dann schon einen Anteil daran. Und nicht zu knapp. Ja, also das ist gerade in manchen Situationen. Und das im Supermarkt, das war ja sowieso, ne? Es ist, ja, das Mindeste ist, dass ein Bild, wo Menschen mit so einem Mund-Nasen-Schutz, einer Abdeckung von Mund und Nase rumrennen, vermittelt, es gibt eine große Gefahr ringsherum. Und ja, natürlich. Das Bild wird dadurch verbreitet. Ob ja, genau. Dadurch das eine besondere Gefährdungssituation ist im Supermarkt, wo so wie dazu irgendwo noch irgendwelche Abstandsregeln mit kindischen Markierungen auf dem Boden dazu noch sind und sowas. Ne? Ja. Das ist noch die andere Frage. Ne? Aber und das Traurige ist, dass in manchen Theatern FFP2-Pflicht noch, dass die Theater noch drauf bestehen. Die drei Berliner Opernhäuser zum Beispiel bestehen auf FFP2-Maskenpflicht. Und ich bin ja ein leidenschaftlicher Opernfan, aber da sage ich auch, nee Leute, ihr könnt mich mal kreuzweise. Denn ich finde, dann genieße ich lieber, es ist natürlich eine Operngenuss zu Hause auf der DVD oder einer CD, kann natürlich nicht den Theaterabend ersetzen. Das stimmt. Aber ich muss auch eine Vorstellung im Theater, ob Oper oder sonst, auch genießen können. Das kann ich nicht, wenn ich über mehrere lange Zeitraum hinweg, und manche Akte dauern ja über eine Stunde, anderthalb Stunden. Bei Wagner zum Beispiel. Es kann mir keiner sagen, dass das gesund ist, wenn du dann eine FFP2-Maske trägst. Nee, na, natürlich nicht. Also, wenn ich mir vorstelle, hier beim Rock- oder Metal-Konzert da im sozusagen im Moshpit dann mit FFP2-Maske da rumzutanzen, ne, also und um zu schwitzen. Naja, ob das gut ist, habe ich auch meine Zweifel. Genau. Und selbst im Orchestergraben herrscht auch da noch Maskenpflicht. Die Orchestermusiker müssen eine Maske tragen. Da gibt es auch diese abstrusen Bilder, wo die noch Schlitze eingebaut werden, damit die ihre Blasinstrumente bedienen können. Das ist unfassbar.
Du hast, also das sind ja wirklich über Nacht aus den Menschen, erwachsenen Menschen, kleine, unmündige Kinder geworden. Also manchmal, also was ich mich jetzt auch gewundert habe, ehrlich gesagt, aber das ist jetzt nur so, weil man jetzt auch so ein persönliches mit einspielen, aber kleine Geschichte, ich war jetzt bei der Arbeitsagentur in Marburg, da hatten die per se erstmal 3G für das Beratungsbereich, ne? Also wenn man einen persönlichen Termin haben will, ja, müsste man einen Test haben und dann, wenn du dann mit der Beraterin, da warst du ja nicht, früher war da einfach ein Schreibtisch, wo man sich gegenüber saß, ne? Dann war das ein doppelt so großer Raum, 2 Schreibtische, dazwischen mindestens 1 Meter Abstand, wenn nicht 1,50 Meter, an jedem Schreibtisch noch so eine Plexiglaswand. Ja. Und dann noch FFP2-Maskenpflicht für jeden, ne? Genau. Ich habe zum Beispiel jetzt 5 oder 6 Flaschen mit Desinfektionsmittel auf ihrer Fensterbank gehabt. Da denkst du auch, alle Leute, echt, was eine Seuche. Genau. Ich habe zum Beispiel am 3. Mai habe ich einen Termin beim Medizinischen Untersuchungsdienst in Berlin-Prenzlauer Berg, ein Gutachten für meine Erwerbs- und Minderungsrente. Und das und ich war da schon mal, das war Dezember 2015, da wollte das Jobcenter wissen, inwieweit ich noch vermittelbar bin. Und die haben festgestellt, sie sind kaum noch vermittelbar und so. Und da, ich sehe auch da keinen Grund, dass die jetzt da Stein in den Weg legen, dass ich eine Erwerbsminderungsrente bekomme. Das glaube ich nicht. Aber da haben die mir auch am Telefon gesagt, sie kommen bitte mit der FFP2-Maske. Ich habe gesagt, ich habe einen Maskenbefreiungsattest. Da sagte sie, ja, dann bekommen Sie von uns einen Schirm. Du weißt, so ein Gesichtsschirm, den tust du dir auf den Kopf und du weißt, ihr wisst, was ich meine, ne? Okay, damit können wir zur Not ja noch was anfangen. Es ist, dieser komische Face-Shield ist wirklich absurd, aber... Es ist wirklich unfassbar. Da habe ich ja sowieso meine Zweifel dran, wie weit der irgendwelchen Schutzeffekt hat, aber... Hat er auch gar nicht. Ich meine, das war da nicht irgendwie, hat das nicht mit den Face Shields angefangen, dieser Maskenskandal? Oder hat er zumindest was damit zu tun? Die wussten eigentlich ganz genau, dass das herzlich wenig nützt. Und haben es dann trotzdem irgendwie zum Anfang zur Bestimmung gemacht? War doch auch so, ne? Also, so, das fing ja da. Ich habe die ersten Leute, die mit solchen Schirmen rumgelaufen sind, das war ja schon Mitte März 2020. Da fing das ja schon an, als es noch keine Maskenpflicht gab. Ja, ja, stimmt. Und dann waren erstmal das mit Stoffmasken und so weiter, ne? Und Ja. Und da hat auch ein Tuch gereicht, wenn du das vor die Nase gehalten hast. Ja. Oder ein oder was auch immer. Und dann hat das auch nicht mehr gereicht und so. Und alle halbe Stunde lüften in geschlossenen Räumen, ne? Also was dann irgendwie ja, genau, schon kalt wurde im Winter. Ja. Und es gibt immer noch Friseure bei mir in Berlin, Tempelhof, die sagen, auch wenn es jetzt geändert ist, bei uns herrscht mehr weiterhin FFP2-Maskenpflicht. Die sind aber auch jetzt, aber das muss ich trotzdem sagen, die sind, da sind nicht viel Kunden drin, wenn ich da vorbeikomme. Die wollen keine, anscheinend. Ich habe jetzt von einer Frau aus der Freien Linken gelesen, also die hat geschildert, dass ihr Arbeitgeber wohl, auch wenn das jetzt sozusagen sonst die Regeln anders sind, aber weiterhin auf 2G plus besteht. Und das heißt, sie kann nicht an ihren Arbeitsplatz, sie muss im Homeoffice verbleiben. Ich habe das irgendwo aufgelesen, aber das ist, aber gibt die Decke auf dem Kopf. Gibt es mehrere Fälle. Das ist unfassbar. Das ist schon. Und wo ich jetzt ja wirklich gedacht habe, na gut, es passt irgendwo ins Bild, aber ne, ja. Fußball, erste und zweite Bundesliga, welcher Verein ausgerechnet entscheidet die letzten 2 oder 3 Heimspiele unter 2G-Bedingungen freiwillig zusammen mit der Fan, sozusagen den organisierten Fans aufrechtzuerhalten, der FC St. Pauli.
Alle anderen sagen jetzt ja, die üblichen Regeln. Und gerade die ja, machen ja so auf antifaschistisch und so verbunden mit Antifa und mit LGBT und dies und jenes. Ne? Aber dann in sowas grenzen sie erheblichen Teil ihrer möglichen Fans aus. Ne? Die merken es nicht anscheinend. Die merken es auch nicht. Ne? Du meinst jetzt den FC St. Pauli, ne? FC St. Pauli. Und das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Aber das werden, ich glaube, das werden viele Fans von FC St. Pauli oder auf welchem Verein auch immer, die werden das denen nicht so schnell verzeihen. Ja, das ist auch. Das Hauptproblem ist ja immer noch, wir haben zwar jetzt alle Maßnahmen abgeschafft, aber wenn man in eine Kneipe oder ins Restaurant geht, kann ein Wirt sagen, bei uns besteht 2G, da heißt, man muss einen Test mit haben und eine Maske und zwar über das Haus reicht. Sicher, aber die werden aber auch dementsprechend das zu spüren bekommen. Denn die meisten, die noch Masken tragen, gehen dann halt auch in die Restaurants hin, wo keine Pflicht besteht. Ich war gestern von einem türkischen Freund, war ich eingeladen worden in ein Restaurant. Die haben auch während der Zeit, als 2G war, waren die immer sehr großzügig gewesen, haben mich auch immer reingelassen, ohne Impf, ohne Test und ohne Maske oder was auch immer. Ein großer Teil der Gäste hat eine Maske getragen. Ich habe sie nicht getragen, mein Freund auch nicht. Aber es war okay. Die hatten zumindest, diese Leute, die die Maske getragen, hatten damit keine Probleme, dass in das Restaurant auch Leute reinkommen, die keine Maske tragen. Ne, das ist, da hatten sie überhaupt keine Probleme mit. Das kann nach hinten losgehen. Ja, man kann eine Geldstrafe einfangen, wenn es schief geht. Ja. Und ich fürchte, diese Wirte, diese Restaurantinhaber, die sagen, ja, bei uns besteht weiterhin 2G+, das kann der Schuss geht nach hinten los, wie dieser Herr. Es gibt manchmal Neurotiker, wohlfühlen, wenn sie nicht sicher genug sind. Sollten noch in ihrem Restaurant ein Stahlhelm dabei nehmen, kann sich der Himmel auf den Kopf fällt, was auch immer. Ja. Man weiß ja nie, aber man kann ja nicht vorsichtig genug sein. Ich habe aber auch erlebt, dass das türkische Restaurant, wo du einen Döner gegeben hat, die haben sich einfach an nichts gehalten. Obwohl sie eine Geldstrafe eingefangen haben. Dafür haben natürlich von mir ein fettes Trinkgeld gekriegt. Also selbstverständlich, das gehört sich. Ja, natürlich. Ich finde, genauso. Genau. Ich kenne einige türkische Restaurants und libanesische Restaurants in Berlin, auch chinesische. Die haben sich auch daran nicht gehalten. Die haben zwar auch Bußgelder bekommen, aber die haben sich mit dem Rechtsanwalt in Verbindung gesetzt und hat das abgeschmettert. Tja, das heißt, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt, ne? Entscheidend mal wieder. Ja, genau. Ja, das sieht man ganz deutlich. Und wer sich nicht getraut hat, der steht halt jetzt da. Und das ist, ja, natürlich. Ist es richtig schlimm in einem angeblichen Rechtsstaat. Ja. Vor kurzem war jetzt auch der Bericht, die Kulturverbände dürfen ja wieder Veranstaltungen planen, können sie wieder machen und so. Die sind aber finanziell total. Ja, also am Ende sind die. Ja, natürlich. Aber da habe ich auch gefragt, ja Leute, warum habt ihr kaum was gemacht? Okay, es gab die Alarmstufe Rot. Die hat es gegeben, es stimmt, aber. Die waren ja auch immer so ängstlich. Nein, um Gottes Willen, nicht mit an den Demonstrationen teilnehmen. Das sind ja das stimmt. Mehr. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Und was ist mit den Schauspielerinnen wie Heike Makatsch, Nadja Uhl, Kostja Ullmann und Ulrike Volkerts, die ja bei Alles Dichtmachen mitgemacht haben und nachher als den Schwanz eingezogen haben? Okay, ich kann es zum Teil ja verstehen. Die Heike Makatsch sagte, jeder weiß, dass ich nicht rechts bin und so. Ich will auch nichts mit Rechten in Verbindung gebracht werden. Da dachte ich, wenn man Menschenkind und die Frau, die Heike Makatsch, die ist eigentlich sehr intelligent, die ist klug. Die hätte dann auch sagen können, Leute, was soll das? Es ist unsere Aufgabe, diesen Rechten nicht die Proteste zu überlassen. Ja, aber so weit konntest du nicht denken anscheinend. Die hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass sie kein Engagement mehr kriegt. Die sind ja zum Teil wirklich systematisch boykottiert worden von den Sendern und was auch immer da, von den Theatern. Du siehst ja jetzt Annette Trepko. Die Staatsoper unter den Linden hat gesagt, sie braucht auch nicht mehr bei uns zu singen.
Obwohl sie über 18 Jahre. Also ich hab gestern auch auf den eine Mail geschickt, also über PN, über Facebook. Solange Sie, Herr Scholz, noch Intendant bleiben, werde ich die Staatsoper nicht mehr betreten. Das ist, ich habe geschrieben, das ist Hexenjagd, ja, wie im Mittelalter. Ist ja auch so. Dabei hat die Frau Netrebko ja eigentlich sich neutral halten wollen. Ja, natürlich. Und ich finde, auch wenn das jetzt nicht hierzu gehört zwischen unserer Corona-Sache, die Sache, was in Butscha da passiert ist, dass natürlich ein blutiges Massaker da passiert ist, daran glaube ich sofort, daran zweifle ich überhaupt nicht. Die Frage hat es nur, wer steckt hinter diesen Angriffen? Und es tut mir leid, ich tue mich schwer damit, zu glauben, dass da allein das russische Militär dahinter steckt. Ja, das ist, da kann man auch dran anknüpfen, also im Zweifelsfall, also so gut, schon ein bisschen anders als bei der Corona-Sache, weil in einer Kriegssituation würde ich erstmal sagen, glaube ich keiner, gehe ich davon aus, dass beide Kriegsparteien lügen. Da glaube ich keiner Seite. Die Wahrheit steht rechtfertigt, was jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Genau. Und ich sage auch. Wird auch mit Lügen aufrechterhalten. Genau. Und ich sage ja auch, Putin ist kein Friedensengel. Nee. Das ist Zelensky aber auch nicht. Zelensky ist ein Nazi, das weiß jeder. Der führt eine Nazi-Regierung. Ja, genau. Oder ja, also, auf einer Kirche so ein blau-gelbes Fahne steht und auf Frieden steht. Die machen Preis Werbung für eine Nazi-Regierung. Die Linke in Bremen auch. Die macht Werbung für eine Nazi-Regierung. Und viele genau. Andere auch die Gewerkschaften. Das ist peinlich sowas. Die wissen gar nicht, was für Leute sich da einlassen. Und da heißt es, das kann doch nicht sein, er ist doch Jude. Leute, Baruch Goldstein war auch Jude gewesen. Und was hat er 1994 gemacht in Hebron? Blutiges Massaker veranstaltet. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das war ja auch so, dass jetzt dieser, was ja schon wirklich dann deutlich in diese Richtung ging, ich fand das auch infam, ukrainische Botschafter da sehr klar geäußert hat, ja, dass er sich verbitten würde, dass jetzt hier dieser deren Gänsefüßchen-Held Stefan Bandera so ins schlechte Licht gerückt würde. Das sei ja einfach deren ukrainischer Held und deren Angelegenheit. Nur war das aber nur eindeutig in Zeit des Hitlerfaschismus ein Nazi-Kollaborateur, der auch mitverantwortlich war für Verhaftungen, auch für Deportationen von Juden und von politisch Verfolgten und so weiter. Der hat ja, der Schießung verantwortlich, ein Sonderkommando der Nazis beim Überfall auf die Sowjetunion. Genau, das ist einer von diesen Figuren, denen diese Rechtsradikalen und diese Nazi-Truppen da um diese Azov-Regiment und diese anderen Truppen sozusagen da verehren und als ihren Helden ansehen. Und das ist genau das Problem. Dass es nicht groß in die Nachrichten kommt. Ne? Kaum stehen wir auch neben. Genau. Und vor allem. Auf irgendwelchen Demos kommen, läuft da aus Versehen mal irgendwie Nazi nebenan. Schon ist der große Skandal da und hier macht das nichts aus, dass wir denen Waffen liefern. Ja, also das ist und erstaunlich. Vor allem, ja, oder Berichte von 2014, wo berichtet wurde über den Krieg in der Ukraine durch die Nazis in der Ukraine. Die sind jetzt von YouTube gelöscht worden. Und damals wurde es in offiziellen Medien auch nie groß erwähnt. Das ist, ja, jetzt wird es noch dazu gelöscht. Das stimmt. Ja. Aber damals wurde es auch nie erwähnt. Ist bekannt, dass sozusagen da nach diesem Maidan-Putsch, im Grunde genommen war das ja ein rechter, erst war es ein Aufstand, aber letztendlich haben wir rechte, rechtsradikale Kräfte, die ja an die Macht an sich gerissen haben. Ja. Dann eben die russischstämmige Bevölkerung da in dem im Donbass und dem vor allen Dingen dann da verfolgt haben und da sozusagen den Bürgerkrieg losgeschaltet haben. Ja, man darf nicht vergessen, ne, dass erheblichen Massaker. Der hat da Massaker an den Linken veranstaltet. Ja, das ist hier, hat ja auch keinen interessiert. Aber irgendwo, ja, wenn da jetzt irgendwo Leute im Krieg tot auf der Straße liegen, mit den weißen Bändchen dran,
Und keiner fragt sich, was haben die weißen Bändchen zu bedeuten? Ja, natürlich. Können es überhaupt Russen gewesen sein, die da um sich geschossen haben? Kann das sein? Ist das möglich? Dass das vielleicht ein anderer war, wo sie vorher noch Propagandafilme gedreht haben und gemeint haben, ja, die Ukrainer, die säubern jetzt diese Gegend. Was heißt denn das Wort säubern vielleicht? Das ist unfassbar. Da kann man nicht mal sagen. Also das, man freut sich ja über jedes Stück Propaganda, wo die sich selber entlarven, wo man noch, wenn man keinen Alzheimer hat, vor 2 Jahren noch die Deutsche Welle gucken konnte, wo ganz groß darauf hingewiesen wurde, welche ukrainische Großpolitiker da sich mit welchen Nazis hinstellt und die dann ins Regiment aufgenommen werden. Das wurde von der Deutschen Welle berichtet, mehrmals hintereinander. Und heute ist es alles nicht wahr. Ach, gibt gar keine Nazis da unten. Das bilden wir uns alle nur ein. Ne? Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, dieser ukrainische Botschafter äußert sich sehr schon in diese Richtung. Der hat ja auch gerechtfertigt, dass es sozusagen russischstämmige Menschen in Deutschland diskriminiert oder ausgegrenzt werden. Ja, eben. Der stellt sich dann dahin. Also, war das so gemeint? Hm. Ja. Das Schlimme ist, dass unter diesen Linken auch viele sind, die damals auch die Antideutschen vollkommen zu Recht auch sehr kritisiert haben. Aber ich merke, dass viele, die jetzt damals auch was zum Beispiel Solidarität gegenüber Palästina gefordert haben, fordere ich auch, dass die jetzt total bei der Corona-Sache und in der Ukraine-Sache voll auf der Hardliner-Linie sind. Was ist aus denen bloß geworden? Ich fasse es nicht. Ja. Hirnwäsche erfolgreich durchzogen. Vor allen Dingen. Das ist meine Theorie. Vor allen Dingen zu meinen, das ist, finde ich eben, darf wirklich frappieren, mit immer mehr Waffen. Ja, dazu beizutragen, dass der Krieg sozusagen da schneller beendet wird und weil man ja nur zur Verteidigung der Ukraine steuert. Aber wenn jetzt Raketen, Panzerabwehrraketen und demnächst Panzer und Kampfflugzeuge dahin geliefert werden, das verlängert ja nur den Krieg. Genau. Damals die Deutschen, als sie in Jugoslawien sich in den Krieg da eingemischt haben, wo Joschka Fischer gesagt hat, wir wollen einen zweiten Holocaust verhindern. Ja. Und im Endeffekt, das hat die Sache nur noch verschlimmert. Also. Auch da war teilweise gelogen. Oh ja. Das ist allerdings auch erst auch viel später rausgekommen. Die Brutkastenlüge 91. Das war wirklich bekannt. Ja. Die angebliche Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins, ne? Ja, genau. Wobei ich diesem Mann keine Träne hinterherweine, ganz im Gegenteil. Nee, aber er hat keine Massenvernichtungswaffen besessen. Ja, genau. Und das muss auch gesagt werden. Naja, der war, glaube ich, damals auch unser Bastard, ne? Also, Donald Trump, als sie nicht mehr gebraucht haben, haben sie ihn, naja. Ja, stimmt. Erst war er nützlich beim Krieg gegen den Iran. Und dann, wo sozusagen, haben sie ihn einfach dann entmachtet, weil sie direkt an das Öl in Kuwait dran wollten. Ja, natürlich. Bin ich gespannt, was sie mit den, also es gab ja schon welche, die gemeint haben, das sind ja unsere nützlichen Nazis da unten. Ja. Fabio De Masi, linken Politiker, war das, ich habe mich echt gefragt, Äußerung meine ich, war von dem, ne? Ja, ja. Waren sich die Nazis mal nützlich? Ich frage ihn, ob das Sarkasmus ist oder ob der es ernst meint. Das weiß ich nicht. Also, nicht mehr wirklich. In der Corona-Sache war er ja eigentlich eher auf unserer Seite gewesen. Ja. Aber bei ihm weiß ich nicht, was ich von dem Mann halten soll. Ich kann den schwer einordnen. Nee, ich kenne zum Beispiel auch einen Wiener Schauspieler, das heißt, der ist nicht sehr bekannt und so, aber er hat Schauspiel gelernt
Und er war damals 2013, 2014, hat er auch die Friedensbewegung die sehr mit aufgebaut. Zusammen mit Ken Jebsen und so weiter. Die haben sich oft öfters getroffen und auch waren so eng befreundet. Und plötzlich auf einmal, seit Corona, ist er total, stänkert er gegen ihn. Stefan Bartonek heißt er. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. Nee. Bedingt. Die haben alle wie viele Angst um ihren Job. Die haben alle Angst, kein Engagement mehr zu kriegen, dass sie boykottiert werden, dass sie verleumdet werden. Das traut sich keiner. Das wird man überall. Aber ich meine, wer mit Ken Jebsen abgehangen hat, der hat da sowieso ein Stigma weg bei den richtigen Leuten. Also da braucht er sich eigentlich keine Sorgen machen. Das Ding ist, manche werden tatsächlich dieses Corona-Ding geglaubt haben, beziehungsweise ihre eigene Version geglaubt haben und da werden die sich irgendwie aus Angst, also bei manchen kann ich es auch nachvollziehen, wie sie reagiert haben, aber wie soll ich sagen, bei manchen wirkt die Propaganda, bei manchen nicht und das spaltet dann auch wieder, gerade wenn sich da irgendwie schon wieder was erholt hat, ne? Also in der Friedensbewegung oder generell in oppositionellen Bewegung, solche Themen spalt dann gleich wieder sofort. Mhm. Und nach Corona hat dann garantiert auch die Ukraine, beziehungsweise der Ukraine-Krieg, auch wieder Spaltlinien eingezogen. Also bei Ihnen ist in Bremen ist so, wenn ihr da, Entschuldige, wenn ihr in Bremen irgendwie äußerst zu dieser Corona-Geschichte, dann fliegt sofort überall raus. Ich bin bei Linken jetzt rausgeflogen, bin jetzt bei Attac rausgeflogen, bei der Montagsdemo, wo ich früher ein kleines Ehrenamt hatte, fliege ich raus, bei der Kirche soll es ähnlich aussehen. Das geht wirklich radikal. Die wollen nur nichts mit diesen Leuten zu tun haben. Nur in den Dunstkreis von diesen Leuten zu kommen. Ja. Das ist einfach so, fürchterlich ist das. Das trifft nicht nur einfache Leute, das trifft auch zum Beispiel so einen gewissen Rudolf Bauer. Der Typ, der ist Sozialwissenschaftler in Rente und der hält gelegentlich mal Vorträge so für die Friedensbewegung gegen Hartz IV und ähnliches. Und bei Attacker hat er sich da für das Grundeinkommen eingesetzt. Und alle sind alle jetzt weg vom Fenster. Der ist überall rausgeflogen. Der hat einen Wissenschaftsrat von Attacken und so eiskalt draufgeschmissen. Genau. Und nur wegen dieser Corona-Geschichte, obwohl er bei Attacken mit Corona eigentlich gar nichts zu tun hatte. Überhaupt nicht. Für ein Grundeinkommen eingesetzt und für Umverteilung. Unglaublich. Ja. Da wird gnadenlos da kennen die gar nichts. Wie übel hat man Xavier Naidoo mitgespielt? Ja, aber er ist auch ein Stück weit abgedriftet, muss man dazu sagen. Also ich bin mit vielen Sachen, die er da nachgebracht hat, nicht mehr einverstanden. Trotzdem behandelt man Menschen nicht so. Das ist genau, das finde ich auch. Auch so. Ich versuche vor allem seine Kunst und seine Haltung versuche ich zu trennen. Ich kann es nicht immer. Zum Beispiel bei der Netrebko, die hat sich wirklich versucht, neutral zu halten. Es hat natürlich auch in der Vergangenheit Opernsänger gegeben, wie zum Beispiel diesen Wagner-Bassisten Karl Ritterbusch, der ja auch nach 45 noch ein überzeugter Nazi war. Und hat in Bayreuth oft gesungen und so. Er hat eine tolle Stimme gehabt, er ist jetzt tot. Das respektiere ich, aber wenn ich den immer höre bei manchen Aufnahmen, das tut mir schon in der Seele weh. Naja, ein Mensch ist ein Gesamtpaket, sage ich mal so. Ne? Also, das stimmt. Genau. Ich weiß, eine bekannte Wagner-Sopranistin, die in den 60er, 70er Jahren in Bayreuth gesungen hat, auch in dem Chirurgen, die Quincy Jones, die hat einmal bei einer Aufnahme gesagt, jetzt halt doch endlich mal dein brechtsbraunes Maul. Gut. Ja, und auch die Gundula Janowitz, die war damals auch, das war die Aufnahme, die Lohengrin-Aufnahme unter Kubelik. Die hat dann später auch gesagt, nee, mit dem Mann möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Was der auch zwischendurch da gesagt. Ich meine, wenn er die einsteigert, okay, aber dass er das selbst bei diesen Sitzungen, Aufnahmen da immer noch sich da nicht mal den Mund halten kann, das finde ich das Schlimme. Ja, das stimmt. Ich finde, genau, in meisten Fällen ist es ja, geht es ja von einer bestimmten Seite aus, aber generell finde ich, sollte eben nicht eben so ein eindimensionales Schwarz-Weiß-Denken betrieben werden. Und klein bisschen ist auch gut, wenn wir auch als in unseren Reihen sozusagen da nicht
zu sehr auch in ein eigenes Gegenfahrwasser verfallen. Klammer zu. Also, ich habe jetzt mal vor kurzem war ein Gespräch gesehen, auch mit der Ulrike Geroth, wo sie auch danach gefragt worden ist. Es ging auch ein paar persönliche Sachen, die bekannte Politikwissenschaftlerin, die jetzt in letzter Zeit ja relativ viel auch zu der Corona-Politik und zu dem ganzen Narrativ, was dahinter steht, geäußert hat, und zu ihrem Politikverständnis und sagen, die Demokratie-Diskussion. So jedenfalls stand sie ja mal unter dem Vorbehalt, auch aus unseren Reihen, ja, sie sei ja nur eine Transatlantikerin, die ja letztendlich irgendwo die Ziele von Klaus Schwab vertreten würde, weil sie irgendwie 2-3 Mal in Davos dabei war. Und hat sie nochmal erklärt, sie war halt damals in gewissem Maße in Europapolitik einfach gefragt. Und da wurde sie zu bestimmten Vorträgen da im Umfeld auch eingeladen, hat dann ihren Vortrag gehalten. Aber trotzdem war sie nicht in den Inner Zirkeln, wo letztendlich die Entscheidung getroffen werden, mit drin. Ja. Und sie hat dann auch gesagt, ja, war jetzt noch nicht so spannend und hat es dann gut sein lassen. Aber eindimensional ist zu sagen, ja, sie war in Davos, jetzt gehört sie zur Truppe von Klaus Schwab. Deswegen ist sie ja nicht aus dessen Kaderschmiede entstanden und war nicht internen Zirkel da mit drin dabei gewesen. Mhm. Und das finde ich eben auch nicht gut, dann sozusagen so gleich so jemand eine bestimmte Ecke oder Schublade reinzustellen. Aber gut, wie gesagt, in der Masse ist das eigentlich eher ja beim herrschenden Narrativ, dass dieses Schubladentinken vorangetrieben wird. Ja, die gucken gar nicht so weit. Also bis Klaus Schwab, also wenn sie das schon hören, das ist genauso wie Bill Gates, wenn man den Namen hört, da wurde ja sofort, ich sag mal, Reflexe erzeugt von gewissen Stiftungen. Dass man dann sofort denkt, oh nee, der erwähnt Bill Gates, das ist bestimmt so ein Schwurbler. Der kommt gleich bestimmt mit irgendeiner coolen Verschwörungstheorie um die Ecke. Also dieses Denken ist bewusst erzeugt. Und wie gesagt, da braucht man denn Leute gar nicht drauf ansprechen oder halt damit anfangen mit dem Thema. Obwohl es ganz gute Beweise gibt. Hat es mir da auch so einen Link geschickt? Röper war das, glaube ich, der tatsächlich mit einem Mr. X das so aufgeschlüsselt hat, diese ganzen Netzwerkreihen, wer wen unterstützt, wer womit drinne hängt. Und das Thomas Röper. Nicht nur, ja genau, Thomas Röper, das sozusagen nicht nur über direkte Finanzierung, sondern über x Firmen, x Stiftungen, x NGOs, immer die gleichen Gestalten. Und meistens dann auch mit irgendwelchen, also er hat auch Namen genannt von Leuten, die sozusagen dann immer diesen Drehtüreffekt genutzt haben, in die Entwicklung rein, in die Firma rein, über 3 Firmen dann in die Politik rein. Dass das praktisch eigentlich eins beweist, dass das über mehrere Jahrzehnte sozusagen ein dreckiges Spiel ist. Und zum anderen, ja, dass halt die Regierungen den sogenannten Philanthropen, was ja eigentlich unsere Oligarchen sind, man benutzt halt nur ein anderes Wort dafür, praktisch ihre Investitionen vergolden, sage ich mal so. Doppelt. Ja, ich habe das heute Morgen auch geguckt, das ist im Prinzip nachweisbar und das ist keine Verschwörung. Und ja, das ist wirklich so aufgebaut, also das nennt sich dann solche Public-Private Foundation, also wo die im Prinzip öffentlich-private Zusammenschlüsse haben, die im Prinzip funktionieren. In diese Stiftung setzen diese reichen Oligarchen bestimmte Menge, Geldmenge X, sagen wir mal 10 Millionen Euro rein oder Dollar, dass sie dann steuerfrei sozusagen da investieren können, weil es ja eine Stiftung geht. Ja. Über diese Stiftung werden dann sozusagen bestimmte Sachen, meinetwegen jetzt bestimmte Gesundheitsprogramme, die aber letztendlich der Pharmaindustrie dienen, gefördert, wofür dann wieder staatliche Unterstützung, die aber das im zehnfachen Umfang dann sozusagen akquiriert werden oder noch größeren, also statt 10 Millionen dann irgendwie mindestens 1 oder 5 Milliarden, teilweise noch mehr. Und dann
dann ziehen die nachher den Rahmen davon ab und machen unglaublich hohen Gewinn, unheimlich hohen Profit. Und so funktioniert das dann. Und dann über entsprechende Zusammenschlüsse haben sie, entweder haben die dann direkte Kontakte in die Politik oder die haben da entsprechende Thinktanks, wo sie mit der Politik noch zusammenhängen und dann darüber Einfluss gewinnen. Also das ist eng wie ein Spinnennetz verwoben. Also und das ist ausgefeilt. Ja, Verschwörungstheorie wäre dazu sagen, sowas würde eindimensional ablaufen und wäre so einfach so ins Leben gerufen worden. Das ist ja nicht der Fall. Aber so wie der Thomas Röper das erklärt hat, ist das durchaus schlüssig. Da sehe ich jetzt auch keine Verschwörungstheorie drin. Das ist so dermaßen nachvollziehbar. Ich verstehe immer noch nicht, wie es eingeben kann, der sagt, Moment mal, das gibt's alles nicht, das ist alles Spinnerei. Ja, das hat man in den 13 Jahren der NSU-Verbrechen auch gesagt, wenn man sagte, da hat man ja schon gesagt, könnte das nicht auch Rechte gewesen sein? Nein, das war die internationale Bandenkriminalität. Hör auf mit der Verschwörungstheorie, es gibt doch keine Rechten und so weiter. Es waren nicht nur die Rechten, sie wurden sogar auch vom Verfassungsschutz noch bezahlt. Und es ist auch bis heute nicht alles geklärt. Yes. Gewisse Akten sind ja noch 150 oder 75 Jahre unter Verschluss. Da frage ich mich, warum? Weil wahrscheinlich die Leute vom Verfassungsschutz, also die V-Leute, die sind zu den Nazi-Führern hingegangen und haben gesagt, ich bin jetzt beim Verfassungsschutz. Und haben sich praktisch selbst verraten, Nazi, okay, machen wir weiter so. Du gibst mir einen Teil deines Agenten los und geht's weiter. Und irgendwann haben sie gemerkt, das reicht nicht aus, um die Partei, also erst war es ja die NPD gewesen, weiterzuführen. Was haben sie gemacht? Sie sind zum Agentenführer gegangen und gesagt, okay, wir brauchen mehr Geld, alles klar. Du bekommst jetzt ein unbegrenztes Spesenkonto. Und das führt dazu, dass die Nazis, also von der NPD bis zur NSU, ihre ganzen Telefonkosten, Druckerkosten, Bürokosten, alles, was man braucht, um so eine Partei aufzurechtzubauen. Ja. Aufzubauen. Das ist eine extrem teure Angelegenheit, wenn keine Sponsoren hat. Die wurden vom Verfassungsschutz finanziert. Ja. Und zwar über Jahrzehnte hinweg. Das ist eigentlich ein Riesenskandal. Aber selbst der Mord an den 12 Leuten ist zum Teil mit Geldern des Verfassungsschutzes, also Steuergelder des Staates finanziert worden. Ja, natürlich. Und der Verfassungsrat musste hinterher offen zugeben, dass er zum Beispiel die Arbeit der Polizei behindert hat, um zu verhindern, dass diese Leute aufgehen, dass ihre Agenten, also praktisch ihre Vormänner da auffliegen. Genau. Und es wird ja bis heute institutioneller staatlicher Rassismus wird ja immer noch partout geleugnet. Das gibt's nicht. Schluss. Aber die Polizisten für Aufklärung, die vielleicht auch Verständnis für die Corona-Demonstration haben, das sind Nazis. Wie heißt es bei dem Michael Fritsch, der bei der Abschlusskundgebung, ob war das in Leipzig oder Dresden, aber kurz die Hand gehoben hat und da hieß es plötzlich, er hat den Hitlergruß gezeigt. Ich war zwar nicht dabei, aber ich kenne das Video, ich habe mir das angeschaut. Leute, ich habe bei so vielen Anti-Nazi-Protesten mitgemacht. Ich habe versucht, NPD-Demonstrationen und so weiter, habe ich mit vielen anderen blockiert in Berlin. Ich war sogar in Dresden auch mal mit dabei und habe das erlebt, wie die aufgetreten sind. Ich weiß, wie ein Hitlergruß aussieht. Und jetzt sagen sie auf einmal, wir müssen was gegen den aufkommenden Rechtsruck machen. Wir wissen, ja schön, aber warum macht ihr das jetzt erst? Selbst nach Bekanntwerden des NSU-Terrors habt ihr es nicht gemacht. Aber jetzt auf einmal, wenn es um die gegen die Corona-Maßnahmen geht, ach, das sind ja alles Rechte. Nee, da müssen wir jetzt was machen. Die ganzen Jahre hat das Staat, Polizei und Medien einen Dreck interessiert. Ja, der Ansicht, dass die denen recht lange nützlich waren. Hier, ich sag mal, die Leute von der Straße oder auf die Straße zu bringen und zu radikalisieren und zu beschäftigen mit ziemlich sinnlosem und ekelhaftem Scheiß. Also damit sie sich nicht um ihre eigenen Belange kümmern. Ne? Also damit sie nicht, wie gesagt, damit, das sind so
Honigfall nennt man die Dinger ja auch, ne? Genau wie die, das ist meine eigene Theorie, genau wie, dass man die Linken auf irgendwelche unwichtigen oder zumindest für den Staat ungefährlichen Themen umlenkt. Wo hat man dann die Rechten, beziehungsweise halt die Leute in rechte und linke Lager gespalten, die sich selbst mit den, also gegenseitig wie Fußballfans, wie Fußball-Hooligans aufreiben. Und so hat der Staat dann halt freies Feld. Der lachende Dritte ist er dann sozusagen. Und ja, wer meint, dass er damit irgendwie auf den grünen Zweig kommt, teilweise kann man den Leuten sagen, ja, ihr seid in eine Falle reingelatscht, aber ihr hättet ja auch vorher mal nachdenken können. Ne? Ja. Also, ihr habt das angenommen, was euch am besten gefallen hat. Und für die, die kein, ich sag mal, kein Brot- und Spieleablenkung, kein Nachmittagsfernsehen, kein Netflix, kein Fußball, keine Konzerte, die Leute, die irgendwelche eigenartigen Ansichten pflegen mussten, denen hat man dann halt die Wege hingestellt. Ne? Also die Dienste haben dann schön mit die, ja. Die, ich sag mal so, die Narrative dann halt auch bedient, auch die eigenartigen Narrative. Ne? Also man weiß es ja, ne? Also dass da bestimmte Outlets gab, die irgendwelchen Scheiß da rausgehauen haben, um halt auch die radikalen Meinungen zu lenken. Und ja, das, man hat den eigenen Kopf, um selber mal nachzudenken. Ja, das stimmt. Aber gut, das ist wieder off-topic. Ja, und es kann eigentlich gar nichts Besseres passieren für den Verfassungsschutz, wenn dann irgendwelche Nazis abdrehen. Ja. Dann können die sich nämlich wieder eine ordentliche Portion Steuergelder gönnen und je nachdem, ne, also als links und rechts nicht mehr gereicht hat, da haben sie dann irgendwelche Terroristen aufgebaut. Ist ja was ganz was Neues, dass sie Terroristen aufbauen, finden wir so gar nicht. Oh ja. Das ist ja wirklich was ganz Neues, ne? Ja. Und auf einmal gibt es keine Islamisten mehr, auf einmal sind alle Schwurbler. Ja. Immer wie es gerade passt. Ehrlich ist es, wenn du deinen eigenen Kopf benutzt und Verschwörungstheorien aufbaust, beziehungsweise und dann noch die beweisen kannst. Ganz schlimm, da musst du wegzensiert werden. Ja. Aber, Kriegsverbrechen zeigen ist völlig okay. Das geht klar. Das ist in Ordnung. Ja, sicher. Genau das. Also YouTube kann sich echt oft auf die Schulter klopfen. Die Leute verhetzen, radikalisieren. Übrigens auch über Algorithmen, das ist nachweisbar. Das ist ist bekannt. Dass die immer nur den wirklich kruden und Ekelscheiß und was die Leute aggressiv macht, tatsächlich pushen per Algorithmus. Und Facebook und so weiter halt auch so konstruiert ist, dass die, dass du damit so viel wie möglich Zeit vergeudest. Also es ist also der Spieleteil von Brot und Spiele. Und das so gut designt, dass da wirklich die meisten Leute, auch wenn sie es wissen, nicht mehr von wegkommen. Das ist halt direkt auf Suchterzeugung getrimmt. Und halt, dass die Leute zum einen mit ihrer Meinung halt gelenkt werden, radikalisiert werden und trotzdem hier einen auf großen Zensor gemacht werden kann. Ne? Also, ja. Das passt halt schon zusammen, das stimmt. Ja. Was ich jetzt auch noch erzählen wollte, du, Martin, dir habe ich ja letzten Freitag mitgeteilt. Ich habe das Video, unser Video von unserem, dem Interview mit mir über den Tod von meinem Bruder Richard, habe ich meiner Trierer Cousine per WhatsApp geschickt. Dachte,
Vielleicht interessiert Sie das, vielleicht will Sie sich das mal anschauen. Keine 5 Minuten später bekam eine Nachricht: Michael, ich möchte solche Nachrichten nicht hören, nicht bekommen. Lass mich damit zufrieden. Das ist nichts bewiesen. Du benutzt den Tod deines Bruders, um deine eigene Sicht zu rechtfertigen. Ne? Habe ich dir ja gezeigt. Ich habe natürlich gedacht, das ist ja wohl das Hinterletzte. Also ich habe wieder zurückgeantwortet, jetzt hör mal zu, Mechthild. Wenn du diese solche Nachrichten oder Videos nicht möchtest, ist es vollkommen okay. Kein Problem, das akzeptiere ich. Mir aber zu unterstellen, ich würde den Tod von Richard missbrauchen, um meine eigenen Sichtweisen zu bestätigt zu wissen, das verbitte ich mir doch in aller Schärfe. Das ist eigentlich unfassbar. Aber ich denke, ja, es ist unfassbar und ich halte das aber auch für einen ausgeprägten Fall von kognitiver Dissonanz. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, genau. Das ist, denke ich, bei ihr einfach der Fall. Die kann das nicht an sich ranlassen. Ja, man will am besten gar nicht drüber reden. Das darf nicht so sein, also hat es auch nicht so zu sein. Sicherlich macht dir der Tod deines Bruders auch zu schaffen. Aber sie könnte es nicht akzeptieren, dass es irgendwie mit der Impfung zu tun hat. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Oder zu tun hat. Sie will das partout ausschlagen. Also ich frage mich immer, was die Leute antreibt, dass sie halt sich weiter einreden müssen, dass der Staat oder irgendwelche Leute, die wesentlich mächtiger sind als sie, praktisch die Kontrolle übernommen haben über ihr eigenes Leben, dass sie sich da noch einreden müssen, dass die dann gut sind und nur Gutes wollen. Und ja. Ich verstehe es nicht, weil das ist eigentlich... Über Jahrzehnte ist eigentlich ständig das Gegenteil bewiesen worden. Naja, es ist halt... Da muss man schon ganz schön sich blind stellen, um da klar zu sehen. Ja, sicher. Aber es hieß ja auch eine gewisse Selbsterkenntnis oder sich selbst einzugestehen, oh, stell dir mal vor, jemand hat jetzt sich 3 oder 4 Mal impfen lassen. Mhm. Und würde dann irgendwo spüren, oh, das ist da vielleicht doch deutlich mehr Risiko, als ich bisher gedacht habe. Ja. Für mich könnte auch eines sein. Ja. Das ist natürlich einerseits der eigene Glaube oder das, woran man sich orientiert hat, ist dann weg. Und man setzt sich gefühlsmäßig selber ja einer gewissen Gefahr aus, der man sich ausgeliefert hat. Weil das ist immer im Körper drin. Und deswegen will die sich natürlich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Das ist das Problem. Aber das war in unserer Familie, also väterlicherseits war das meistens so. Was nicht sein durfte, das darf einfach nicht sein. Das hat man einfach immer ausgeschaltet. Aber es war auch gerade die Generation, mein Vater ist in den 20er Jahren geworden, 24, die Mutter meiner Cousine 23 und die anderen. Die Familie war zwar sehr kritisch gegenüber Hitler gewesen, Gott sei Dank. Und so, aber im meisten hieß es doch, was nicht sein darf, das kann doch nicht sein, das gibt's doch gar nicht. Also ich habe das nur mal gelesen und Berichte von gesehen. Es war wohl so, dass ja nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die US-Truppen damals ja in den angrenzenden Ortschaften von Konzentrationslagern die dortige Bevölkerung dann durch diese KZs geführt haben und durch die ganzen Leichenberge, die da lagen und die den Verfolg, alles, was sozusagen das Fürchterliche, was an den Konzentrationslager und diesem Massenmord zu sehen war. Die Menschen wollten das nicht wahrhaben, haben entweder weggeguckt oder das innerlich ausgeblendet. Sie dachten, Gottes Willen, der Hitler ist schon, aber das kann er doch nicht machen, das darf doch nicht sein. Ja. Weil sie immer dran denken, und zum Beispiel, jetzt auch zum Beispiel bei der ganzen Corona-Sache, als Frau Merkel ja noch unsere Kanzlerin war, ja, die ist doch so besonnen.
Sie ist auch so besonders, sie hat auch schon so viel für die Flüchtlinge getan und so weiter. Die hat auch nichts Schlechtes im Sinn. Die Flüchtlinge hat sie einen Scheiß interessiert. Sie hat die Chance genutzt, bei Menschenrechtsaktivisten, Flüchtlingsaktivisten und Linken Eindruck zu schinden und zu punkten. Und es ist ihr ja auch fabelhaft gelungen. Selbst ich will mich da nicht ausschließen. Ich habe 2015 auch einen kurzen Augenblick gedacht, sie ist meine Kanzlerin. Einen kurzen Augenblick. Aber ich trotzdem, ein Mist, gewisses Misstrauen war trotzdem da, weil ich dachte bei mir, und vor gar nicht allzu langer Zeit sagt sie, wir können nicht jeden aufnehmen und die Integration ist gescheitert und so weiter. Mhm. Und jetzt, und dann auf einmal dieses schnelle Wechseln, habe ich auch gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und es stimmt ja auch. Denn unmittelbar danach wurde das Asylrecht ja noch zweimal verschärft, was gar nicht nötig gewesen wäre. Denn es wurde ja 93 schon bis zur Unkenntlichkeit verschärft, das Asylrecht. Was nur nichts gebracht hat. Wenige Tage später passierte der Anschlag auf das Haus der Familie Gensch in Solingen. Ja. Ja. Also ich finde, und manche sagten auch, Mutti Merkel, also die hat doch überhaupt keine mütterliche Ausstrahlung gehabt. Vielleicht genau deshalb. Ja, ich denke, wegen diesen vermittelnden Image, das sie hatte. Auf der einen Seite dann gewisse Hardliner, die irgendwie eine ganz andere Geflüchtetenpolitik haben wollten, auch innerhalb der damaligen Regierungskoalition, und vielleicht auch auf der anderen Seite auch noch Kräfte, die mit wesentlich flüchtlingsfreundlicher Politik noch wollten. Aber sie hat dann versucht, sozusagen zu vermitteln oder das möglichst vielen recht zu machen. Das war wahrscheinlich auch ihre Kunst, sozusagen deswegen so lange an der Regierung sein zu können. Ja. Ja, ich würde mal sagen, nur zum Abschluss unseres heutigen Podcasts, wir haben ja das Thema eigentlich jetzt heute mit den Bundestagsentscheidungen zur Impfpflicht. Wir haben ja einfach gesagt, es ist ja zumindest ein Teilerfolg. Wie wollt ihr das denn heute Abend ein bisschen begehen? Wollt ihr nochmal ein Glas anstoßen, irgendwie mit Freunden euch nochmal treffen, irgendwo auf einen Autokurse oder eine kleine Demo gehen? Oder was habt ihr so vor? Oder macht ihr nur einen kleinen Haken an dem Tag und macht einfach weiter? Wenn es schön ist, wenn die Witterungen einigermaßen okay wären, würde ich es machen. Aber es war heute ziemlich in Berlin ziemlich kühl und regnerisch. Okay. So gegen 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr hat die Sonne geschienen bis eben. Aber solange es noch so kalt ist, ich bin jetzt froh, dass ich im Warmen bin, möchte ich nicht unbedingt jetzt noch rausgehen. Ich meine, ich trinke natürlich ein bisschen schon darauf, dass das alles nichts geworden ist, aber Vorsicht. Ja, nur ein klein bisschen anstoßen, ist ja, ja deswegen nicht alles vom Tisch. Ja, das ist sie. Aber wir haben wirklich erst wieder gewonnen, wenn auch durch die Impfpflicht, das bedingte Impfpflicht, das ist für berufliche Impfpflicht und so, oder wie nennt man das? Solange das nicht vom Tisch ist und solange weiterhin noch die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und im öffentlichen Nah- und Fernverkehr Pflicht ist, haben wir noch nicht gewonnen. Und im Gesundheitswesen. Ja. Und im Gesundheitswesen. Man kann ja, okay, wer weiterhin eine Maske tragen will, bitteschön, es steht jedem frei. Ja, wobei ich manchmal schon denke, naja gut, da bin ich vielleicht auch schon nicht mehr so tolerant wie am Anfang, dass ich fast das Gefühl habe, dass wenn an den deutschen Michel nicht die Maske verbietet, dann wird er sie bis zum Ende seiner Tage tragen. Aber vielleicht bin ich da auch nur ein bisschen unduldsam geworden. Keine Ahnung. Manfred. Ich bin auch in der gewissen Hinsicht da ein Unduldsam, denn ich kann mal dieses kritikloses Obrigkeitsdenken. Also es gibt nichts, was ich mehr verachte. Ja, geht mir auch so. Manfred, Katja, wie wollt ihr das noch ein bisschen begehen oder habt ihr? Wir werden in den nächsten Tagen noch was planen. Da läuft noch einiges. Also wir werden uns noch einen Raum mieten oder irgendwo eine kleine Feier machen. Oh, schön. Ja. Da
Da läuft noch einiges, also nicht, aber nicht heute. Das ist, also heute ist ja ein Projektteil, eingearbeitet noch. Und das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Ich werde mir gleich etwas Leichteres, etwas Lustiges in den DVD legen, einen alten Doris Day-Film mit Rockkatzen. Das hört sich auch nicht schlecht an. Ja. Seicht und flüssig. Katja? Sowas braucht man auch. Ja. Naja, also ich weiß noch nicht, was ich mache. Also das ist so, ich kann es noch nicht so richtig glauben. Ich bin immer noch so ein bisschen auf halb acht. Ich freue mich drauf, dass ich am Wochenende zum Beispiel die Aktion mit Ralf Böß wahrscheinlich zusammen machen werde. Da geht's, wie gesagt, Maske ist ja nicht das Einzige. Die Impfpflicht ist nicht das Einzige, was das Grundgesetz so dermaßen angekratzt hat, dass da immer noch Baustellen offen sind. Das ist, ich sag mal, das stimmt wohl. Bleibt nichts anderes übrig. Aber wir machen es auf optimistische Weise und wir machen es uns dabei schön. Oh ja. Ja. Oh ja. Ich werde mir jetzt gleich Abendbrot machen und mein Abend-Ingwer-Tee. Ich trinke ja schon seit Mai, vor 2 Jahren habe ich ja damit angefangen, eine Ingwer-Tee-Kur zu machen. Frischer Ingwer-Tee mit Kurkuma und Honig vermischt. Hört sich doch gut an. Dann kannst du mit anstoßen. Ja, ich stärke das Immunsystem. Vielen Dank an alle unsere Zuhörerinnen und Zuschauer unserer heutigen Podcast-Folge des linken kritischen Corona-Diskurs. Wir hoffen, mit unserem Ansatz einer guten Mischung aus Unterhaltung, Information und Diskussion euch den Tag versüßt zu haben, möglichst vielen immer mehr. Hinterlasst einfach alles, was ihr möchtet, in den Kommentaren, Fragen, Bemerkungen, Lob, Kritik. Wir freuen uns auf alles und reagieren dann natürlich. Abonniert unseren Kanal. Bis nächste Woche. Tschüss.